meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es gibt wieder einen Bücherhaul. Ich habe wieder ein bisschen was geshoppt im Mai. Es ist allerdings nicht so viel geworden, an Büchern zumindest, nämlich nur 3 Stück, beziehungsweise 2 habe ich mir nur selber gekauft. Eins ist ein Rezensionsexemplar und dann sind jede Menge Mangas bei mir eingezogen. Und das liegt aber auch nur daran, dass ich die gebrauchte Schwester von meinem Freund abgekauft habe. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mit den Büchern beginnen. Wenn ihr nicht an den Mangas interessiert seid, könnt ihr danach einfach aufhören, das Video zu schauen. Ich würde mich aber natürlich auch freuen, wenn ihr bis zum Ende schaut, und wir beginnen auch gleich mit dem ersten Buch. Und zwar das erste Buch, was im Mai bei mir eingezogen ist, ist der dritte Teil von Grisha, Lodernde Schwingen, und ich freue mich so riesig darüber. Carlsen hat es ja möglich gemacht und nochmal eine kleine Auflage nachproduziert, und ich habe dann angefangen, ständig auf denen ihrer Online-Seite das Ganze zu aktualisieren, weil ich natürlich Angst hatte, dass ich keins mehr abbekomme für einen Preis von 18,90 €. Das kriegt man ja so eigentlich gar nicht mehr, weil ja, ich wollte einfach keine 100 € für dieses Buch ausgeben. Und ich bin jetzt einfach so glücklich, dass ich diese Reihe vollständig habe. Gelesen habe ich die Trilogie noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall bald damit beginnen und bin schon sehr gespannt darauf. Das zweite Buch, was bei mir eingezogen ist, habe ich eben zugeschickt bekommen, und zwar aus dem Ullstein Verlag. Das ist Miss Gladys und ihr Astronaut. Das ist ein Taschenbuch und das ist auch erst am 28. Mai erschienen. Da geht es irgendwie um eine Freundschaft zwischen Miss Gladys und eben dem Astronaut Thomas Major, der auf dem Weg zum Mars ist. Dadurch entsteht eine etwas außergewöhnliche Freundschaft, weil er irgendwie sie aus Versehen anruft. Damit habe ich auch schon angefangen, allerdings erst ein Kapitel gelesen, also kann ich da jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Das dritte und letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil irgendwie so gut wie jeder mich damit angefixt hat. Vor allem auf YouTube die liebe Sarah, und über Instagram waren es dann auch noch ganz viele andere Blogger. Und zwar geht es hier um Iron Flowers, die Rebellinnen. Das ist der erste Teil. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, um was es geht, aber ich habe, wie gesagt, nur Gutes davon gehört. Das Cover gefällt mir auch unglaublich gut, ist aus dem Sauerländer Verlag und werde ich mit Sicherheit auch ganz bald beginnen, weil ich natürlich auch wissen möchte, was alle anderen daran so gut finden. So, dann kommen wir auch schon zu den Mangas, die bei mir eingezogen sind. Ich hatte ja bereits, ich glaube, es war in meiner Bookshelf-Tour erzählt, dass ich ja mal vor einigen Jahren, als ich noch in meiner anderen Wohnung gewohnt habe, über 400 Mangas hatte, aber fast alle wieder verkauft hatte. Was ich ja mittlerweile sehr bereue, und jetzt bin ich dabei, die besten Mangas, die ich sozusagen damals hatte, die mir am besten gefallen haben, wieder nachzukaufen. Ich versuche das Ganze natürlich irgendwie gebraucht zu bekommen, aber im guten Zustand. Und ja, jetzt sind eben insgesamt 4 Reihen bei mir eingezogen, die ich dank der Schwester von meinem Freund bekommen habe. Und zwar die erste Reihe, um die es sich handelt, ist Fushigi Yugi Genbukaiden. Ich liebe die Mangaka Yuwatase. Sie ist mit Abstand meine liebste Mangaka. Nicht nur wegen dem Zeichenstil, sondern auch wegen der Story. Also sie schreibt hauptsächlich Fantasy. Und das liebe ich, weil sie das nicht nur so actionreich schreibt, sondern auch mit sehr viel Humor. Und ich liebe ihren Humor, weil sie das auch mit ihrem Zeichenstil wunderbar rüberbringt. Fushigi Yugi Genbukaiden hat 7 Bände. Also nicht ganz so viele wie normales Fushigi Yugi. Das hat ja 18 Teile. Fushigi Yugi selbst besitzt ich leider noch nicht, habe ich aber auch schon gelesen. Da versuche ich auf jeden Fall auch noch ranzukommen. Diese Reihe habe ich bereits auch schon gelesen, aber das ist jetzt bestimmt schon 7, 8 Jahre her. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, das Ganze nochmal zu lesen. Und ich kann euch diese Reihe auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn ihr auch gerne Fantasy-Mangas lest. Die nächste Reihe, die bei mir einziehen durfte, ebenfalls wieder von Yuwatase, ist Alice Ninth, wenn man das so ausspricht. Und hier geht es eben um Alice. Mehr weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall auch eine Fantasy-Reihe, die unglaublich toll ist und auch lustig. Hier ist es eben auch schon viel zu lange her, wo ich sie das letzte Mal gelesen habe. Werde ich auf jeden Fall auch bald nochmal lesen. Und bei Mangas ist es ja sowieso so, ich brauche ungefähr, je nachdem, wie viel Text in den Mangas ist, 30 Minuten bis 50 Minuten, sage ich mal, bis ich einen Manga durchgelesen habe. Deswegen kann es schon mal passieren, dass ich 3, 4 Mangas an einem Tag lese. Also das ist für mich gar kein Problem, wenn die Mangas spannend sind. Und dann kommen wir auch schon zur vorletzten Reihe. Das ist Care First Love von Karo Miyazaki.
Diese Mangaka mag ich auch total gerne. Sie schreibt hauptsächlich so Romance, also so alles, was mit so Romantik zu tun hat und Liebe. Da kann ich euch diese Mangaka auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich mag auch ihren Zeichenstil total gerne. Diese Reihe hier ist mit 10 Bänden abgeschlossen. Bei Alice waren es übrigens 7, das habe ich gar nicht gesagt. Und genau, hier finde ich halt auch die Cover unheimlich schön und der Buchrücken in den unterschiedlichen Farben. Genau wie die anderen Mangas habe ich auch schon vor Ewigkeiten gelesen, deswegen freue ich mich da auch schon sehr, das Ganze nochmal zu lesen. Diesen Monat geht es echt schnell, was meine Neuzugänge angeht, weil es ja alles irgendwie nur Reihen sind, die bei mir eingezogen sind. Deswegen sind es meiner Meinung nach jetzt auch nicht so viele Bücher, wenn man es mal so sieht. Und die letzte Reihe, die bei mir eingezogen ist, ist Shinji Dume Cross von Arina Tanemura. Arina Tanemura ist auch so eine Mangaka, die ich total liebe. Sie hat fast mit Abstand den schönsten Zeichenstil, den ich bisher gesehen habe. Die meisten kennen Arina Tanemura ja wahrscheinlich von Jeanne die Kamikaze-Diebin, was ja auch damals bei RTL 2 gelaufen ist. Und ich habe auch fast alle Mangas von ihr gelesen. Diese Reihe aber noch nicht. Ich habe damals, ich glaube, 2, 3 Mangas davon gehabt, habe sie ja dann aber verkauft. Also ich weiß noch nicht, wie es zu Ende geht. Ich weiß jetzt nicht, ob es in 11 Bänden abgeschlossen ist. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier die 11 Bände. Und ja, wie gesagt, ich liebe ihren Zeichenstil. Schaut euch bitte die Cover an. Die sind einfach so unheimlich schön. Das hier ist, glaube ich, auch so ein bisschen Fantasy. Hier steht ja aber jetzt auch Romance und Comedy, bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Ich gehe mal davon aus, dass ich diese Mangas auch als erstes lesen werde, weil ich, wie gesagt, diese Reihe noch nicht kenne. Aber mal schauen. Ich aktualisiere ja immer alles auf Goodreads. Also wenn ihr mir dann nicht folgt, dann könnt ihr mir da gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Den Link zu meinem Profil findet ihr auch in der Bio. Wie gesagt, ich bin da sehr aktiv und da könnt ihr dann auch immer sehen, was ich so aktuell lese. Und das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob in den nächsten Monaten ein Neuzugänge-Video online gehen wird, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nicht mehr so viele Bücher bis zu meinem Sommerurlaub zu kaufen. Im August geht es ja für uns nach Thailand, worauf ich mich schon sehr freue und ja, ich auch noch ein bisschen sparen möchte. Deswegen mal schauen. Ansonsten, ja, werden es halt kurze Videos. Wir werden sehen, ob ich mich zurückhalten kann. Mich würde mal interessieren, ob ihr eines dieser Bücher oder Mangas schon gelesen habt oder wenn ihr auch einen Bücherhaul für den Mai gedreht habt, dann hinterlasst es mir doch gerne in den Kommentaren oder einfach so, was ihr euch so gekauft habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!